Ich glaube, dass wir uns eine sehr gute Ausgangsposition verschafft haben in der Europa League, in der Tabelle. Und diese gute Ausgangslage wollen wir natürlich weiterhin verbessern mit einem Heimsieg morgen gegen Slavia. Das wird morgen schon für uns ein Brett, das wir bohren müssen, aber wir fühlen uns bereit. Wir sind bis jetzt auch sehr gut unterwegs. Natürlich ist es für uns wichtig, einen guten Konkurrenzkampf zu haben, sodass wir den jungen Kollegen hier neben mir, dass wir ihn dann auch mal in einem Spiel draußen lassen können, damit er dann auch wieder eine andere Frische hat für das Spiel dann morgen. Da sind wir auf vielen Positionen eben so besetzt, dass man einfach aus dem Vollen schöpfen kann und du halt gar nicht merkst, dass vielleicht der ein oder andere Topspieler dann draußen ist. We expect an energetic game, and together with the fans, we will try to play as we did before this season. So far, it's been very good. So we will keep going in this direction and get the 3 points tomorrow. Natürlich ist das Ergebnis das Wichtigste, aber so ein bisschen davon frei machen wir zumindest und die Dinge trotzdem klar und sachlich analysieren. Und wie gesagt, es gab jetzt auch in der Phase, wo wir die Spiele gut bestritten haben, gab es auch Dinge, die nicht top waren und die wir besser machen müssen. Und mein Motto ist immer, demütig bleiben, mit beiden Füßen auf dem Boden und einfach jedes Spiel wieder mit 100% angehen. Und die Leute dann für eine Erwartungshaltung, wenn die höher ist, dann ist es ja auch gleichbedeutend damit, dass wir es davor gut gemacht haben. Und es geht einfach darum, mit allem, was wir haben, morgen hier ein gutes Spiel zu machen, gemeinsam wieder mit den Zuschauern im Rücken versuchen, den Gegnern die Knie zu zwingen, 3 Punkte zu nehmen und dann können wir da auch in der Europa League nochmal schön auf die Tabelle schauen, weil die sieht dann noch besser aus, wie sie jetzt schon aussieht.